206 hat er noch von 224. Ich hoffe, der ist jetzt vernichtet. Zwei Armeen waren das jetzt, ja. Genau. Ihr seht ja jetzt momentan nur noch den kläglichen Überrest dieser Armee. Das war eine unglaublich, unglaublich starke Armee. Komplett ausgestattet, natürlich mit Rängen zwischen Rang 6 und Rang 9. Also das war der Hammer. Und jetzt haben wir es einigermaßen geschafft, hier ihn zu vernichten. Wir erhalten eine Klingenstandarte und einen neuen Rang. Wir machen Einheitenerfahrung. Und es ist getan. Wir haben alle Gegner abgewehrt. Wir haben zwar das Ritual jetzt nicht geschafft, aber es kehrt jetzt hoffentlich wieder mal Ruhe ein. Vashnas Eroberung, Fraktion vernichtet. Ich bin so froh. Jetzt haben wir Runde 102. Ich glaube, angefangen hat es in Runde 101. Genau, in Runde 101, als wir begonnen haben, das Ritual zu starten. Nicht nur sind die Puppen des Chaos gekommen, haben sich so blöd hier oben stationiert, dass unsere Armee komplett am falschen Platz war. Nein, es ist auch noch Interventionsarmee gekommen. Es ist nochmal hier unten zwei Schiffe, zwei Armeen gekommen. Hier oben war die Vashna-Armee. Chaos pur. Ihr seht ja selber hier, alles ist kaputt. Und jetzt müssen wir uns dran machen, hier wieder schön alles aufzubauen, bevor wir irgendwas machen. Und natürlich müssen wir auch unsere Mannschaft hier wieder aufbauen. Und zwar Tyron, der bekommt die stärksten Einheiten, die wir aktuell haben. Ich würde sagen, den lassen wir dann gleich mal hier rüberlaufen. Wobei, nee, der rekrutiert jetzt einfach in Ruhe. Den können wir auch hier runterlaufen lassen. Ist ja egal. Wir haben ja genug Geld, ist ja kein Problem. Also, was brauchen wir denn hier noch? Wir brauchen Bogenschützen. Seegarde von Lothan oder die Mitschild oder ohne. Dann nehmen wir jetzt die auch mit Schild. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir noch zweimal Kavallerie. Die Artillerie lassen wir weg. Den Streitwagen, den blöden Streitwagen, den haben wir auch weg. Den brauchen wir nicht. Wir nehmen die Silberhelme mit Schild. Oder die Schockkavallerie, die Grenzreiter. Ne, da sind die schon auf alle Fälle besser. Zwei Stück plus am Schluss noch den Monddrachen. Oder wir probieren es. Ich finde das ja bei den Drachen, finde ich das besser mit dem Angriff, mit dem Spucken, wie mit dem Scheißen. Das ist bei den Phönix-Einheiten sowas blöd. Da muss man so richtig zielen. Das geht bei den Drachen um einiges schöner. Ne, das machen wir auch. Wir holen uns noch... Oh, dann haben wir ja nochmal einen Platz. Schwer ist noch okay, dann cheatet mir die KI zu stark. Bei Schwer cheatet die KI schon. Ist das so? Was kann ich machen, dass er aufhört, immer zwischendurch zu laden, während es streamt? Hab eigentlich volles Internet. Vielleicht, wenn du auf YouTube wechselst. Bei Twitch kannst du bei mir, soweit ich weiß, nicht einstellen, kannst du die Qualität nicht einstellen. Das heißt, da wird immer mit 5 Kilobit, Megabit gestreamt. Also immer die volle, so wie ich sie raussetze. Aber bei YouTube könntest du quasi ja, auf eine geringere Auflösung wechseln. Dann hast du eventuell das Problem nicht, dass es dann immer wieder nachbuffert. Ja, wir haben 11.827 Gold Einkommen momentan, weil wir unsere kompletten Armeen verloren haben. Deswegen haben wir jetzt so viel Geld. Na gut. Hier oben, das überlege ich mir noch, was wir hier als letzte Einheit nehmen. Wir können hier auf alle Fälle schon mal aufleveln. Was machen wir denn hier? Magiegeschoss, nö. Gehen wir hier weiter, hier unten. Meister der Miliz. Wir haben ja hier Speerträger, Bogenschützen und Seegarde. Das ist gar nicht schlecht. Das machen wir. Dann er hier kann auch aufsteigen, beziehungsweise die Magier können aufsteigen. Ausweichen. Und der zweite Magier auch noch. Ja, wir könnten uns einen Magier noch reinholen in unsere Hauptarmee. Das ist vielleicht nicht verkehrt.
Gut, dann teilen wir uns jetzt unsere Armeen auf. Ich weiß, ich wollte das eigentlich nicht mehr machen, aber es hilft ja nichts. Wir müssen ja zum Neubesiedeln der Ruinen, brauchen wir ja eine Armee. Das heißt, dann marschierst du hier runter. Unsere Heldeneinheit bleibt beim Hauptkommandanten. Können wir hier irgendwie rüber? Da müssen wir wieder komplett hier unten durch. Das Lachen der Verzweiflung. Eieiei. Gut. Und solange wir jetzt noch nicht aufgebaut haben, gebe ich auch das Geld noch nicht aus. Weil ich nicht weiß, was uns das alles kostet. Gut, wir haben also jetzt noch 1, 2, 3 Armeen. Hier oben haben wir noch eine kleine Armee, die nur aus Magiern besteht. Da können wir auch noch upgraden. Und wir haben im Osten noch eine. Wir haben im Osten auch noch eine. Plus 1 haben wir jetzt bei der Ordnung. Das heißt, die muss hier auch stehen bleiben, damit hier die Ordnung gewahrt bleibt. Genauso hier oben. Da brauchen wir auch noch eine. Da sind wir bei 45 minus 2 aktuell. Sollen wir dann die hier oben ausbauen? Wäre das sinnvoll? Wenn wir die einfach nur mit so Pipifax-Armeen aufbauen. Ich denke, das machen wir. Haben wir hier nochmal welche rein? Oh, da ist global schon jetzt ausgeschöpft von unserem Hauptcharakter. Wir warten noch ein bisschen. Du spielst zurzeit die Dunkelelfen und die machen auch richtig Spaß. Ja, die anderen Rassen will ich auf alle Fälle auch nochmal anschauen. Es lädt die ganze Zeit nach, sagt der Detective Folly. Dann schau mal auf YouTube. Einfach bei YouTube nach Tollfuß suchen und eventuell geht es da besser. Gut. Sollen wir noch eine Armee ausheben? Wir warten erstmal. Ja, wir warten. Ich werde nicht so viel quatschen jetzt. Wir werden jetzt einfach hier durchgehend wieder alles aufbauen. Wir werden viele Runden damit jetzt verbringen. Und dann... genau, ich bin auch auf YouTube. Einfach mal nach Tollfuß suchen. Und, oh, wir müssen auch schauen. Ja. Wir müssen auch schauen, ob hier der Naga... Oh, da steht's. Der Nagarond hat ein gegnerisches Ritual begonnen. Ja, er hat uns ja hier die Intervenierungsarmee auf den Hals gehetzt. Das werden wir jetzt auch machen. Und zwar die beste, die es gibt. Die für 10.000 Goldstücke. Das ist es mir wert. Ist mir scheißegal, was das jetzt kostet. Wenn es 20.000 kosten würde, würde ich auch die 20.000er schicken. Ist mir egal. Das bin ich, schreit der Lugard. Ja, Gott sei Dank nicht in dem Spiel jetzt hier. So, was haben wir denn hier? Schwere Itilmar-Rüstung. Okay, wir können also eine neue Technologie wählen. Dann gehen wir auf. Diplomatische Beziehungen brauchen wir nicht mehr. Was haben wir denn hier noch? Baukosten. Ne, wir gehen auf Militär. Oder haben wir hier noch irgendwas? Unterhalt für Drachen, Senken, Geschwindigkeit, Streitwagen haben wir nicht. Hier haben wir auch die Streitwagen nicht. Dann gehen wir mal hier hoch. Artillerie? Nee. Waffenstärke für weiße Löwen, das können wir brauchen. Nahkampfangriff plus 5 für Schwertmeister. Da wissen wir ja schon, was wir jetzt erforschen. Gut. Dann gehst du gleich mal hier rein, nach Angerial. Und baust hier wieder auf. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder komplett von vorne anfangen. Schatzsuche, was ist das denn? Bei Erfolg könnt ihr in den Ruinen zwischen Aktionen wählen, die ein gutes oder schlechtes Auskommen haben. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Dann machen wir das mal. Alastor, der weiße Löwe. Die Verteidiger dieser wohl vor kurzem zerstörten Stadt erwarteten offenbar eine längere Belagerung. Tief in einem unterirdischen Gewölbe entdeckt ihr eine riesige Waffenkammer. Die hier gelagerten Waffen sind großartig und würden gewiss für eure komplette Armee ausreichen. Aber wie kommt man heran? Die Rüstung zurücklassen. Nehmen, was ihr könnt und den Rest zurücklassen. Die Rüstung herausholen. Einen Weg suchen, die Rüstkammer trocken zu legen. Da machen wir das mal.
Bei dem Versuch, die Kammer trocken zu legen, löst ihr versehentlich einen Einsturz aus. Die Kammer wird nun von Felsbrocken und Schutt versperrt. Was auch immer darin war, ist nun wohl für immer begraben. Das war so klar. Können wir da nochmal Wetzmacht machen? Okay, kolonisieren. Infolge der Schatzsuche kann diese Siedlung in dieser Runde nicht kolonisiert werden. Hervorragend. Nichts zu unternehmen. Ach ja, dann marschieren wir mit dir nicht weiter. Kann ich nicht mehr gehen. Aber mit dir können wir runtergehen zum gleißenden Turm. Streitwagen sind super gegen leichte Einheiten. Einfach durchreiten und nicht kämpfen, dann rollt er alles platt. Aber gegen schwere ist er nutzlos, sagt der Lugard. Ja, ich habe schon die Streitwagen im Einsatz gehabt. Die wurden mir aber komplett zerstört von der Kavallerie. Da war die Kavallerie offenbar um einiges schneller. Und wir hatten keine Chance. Und irgendwie kam die mir generell so langsam vor. Also ich bin da mit der Kavallerie immer irgendwie ein bisschen wendiger. So, 6 Runden haben wir hier noch. Wir könnten hier, wenn wir hier einen Magier noch reinsetzen, als 20. Armee. Einen von hier oben zum Beispiel. Da haben wir ja 2. Schauen wir mal, was die können. Erdenblut, das ist ja toll. Nee, das macht natürlich keinen Sinn. Wir haben doch... Ah, die waren in der anderen Armee. Ah, das sind die Schwachen. Magier, die waren hier unten in der anderen Armee. Da haben wir nämlich die Guten. So, Seelenraub. Melkors mystisches Miasma ausweichen. Genau, der ist schon mal nicht schlecht. Und er hier. Der hat das Netz plus Exorzismus und Schems gleißender Strahl. Das Netz ist ja schon ganz gut. So zum Festhalten und dann nochmal drauf zaubern oder mit dem Drachen drauf spucken. Er hat kein Netz. Dann machen wir das so. Dann gehst du hier nochmal raus. Kann ich dich rausziehen jetzt irgendwie? Ja, in der nächsten Runde erst. Gut. Habe ich noch was vergessen? Oh, natürlich, Mensch. Natürlich habe ich was vergessen. Nagarund. Bekommt eine verzweifelte Intervention. Sehe ich die denn irgendwo? Und haben wir die jetzt schon ausgelöst? Kommt die hier irgendwo an? Sehe ich das? Ich hoffe es. Ich klinge wie die CSU-Politiker im Fernsehen. Das ist ja auch, das habe ich noch nie gehört. Kann vielleicht daran liegen, dass ich aus Bayern komme. Schön, schön. Wir müssen arbeiten und arbeiten und an die Wähler denken. Hä? Müssen wir schon aufpassen. Sonst geht nichts. Wir müssen das einfach machen. Deshalb wählt Tollfuß. Wählt Tollfuß. Was haben wir denn hier? Diplomatie, ein Schutzbündnis. Dann machen wir das jetzt mit dir. Die zahlen sogar was dafür. Annehmen. Damit wir euch in die Konföderation bekommen. Ich habe auch komischerweise in Teil 1 die Zauberei überhaupt nicht genutzt. Und hier in Teil 2 nicht häufig, aber doch ja, ab und zu mal wird die schon eingesetzt. Ist halt immer so viel Micromanagement, wenn man hier immer zwischen der Einheit wechseln muss. Da muss man zum Zauberer, da muss man Ziel wählen, da muss man schauen, dass der Zauberer nicht nach vorne läuft. Also das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Ne? Was haben wir denn hier? Eigenschaft Aufseher. Ja. Sehe ich irgendwo die Interventionsarmee? Kann ich da nochmal eine kaufen? Nee. Dann hätte ich ihn jetzt zugespammt mit Interventionsarmeen. 8 Runden hat er noch bis zum Abschluss des Rituals. Aber offenbar wird mir die nicht angezeigt. Mir werden zwar die Städte angezeigt, aber nicht die Armeen. Das ist etwas schade. Ich hätte ihm gern zugeschaut. Lugard ist auch aus Bayern. Das ist schön. Woher denn? Ich bin aus Niederbayern. So, jetzt ziehen wir dich mal raus. Jetzt müsste ich nur noch mal wissen, welcher das war mit dem Netz. Eher nicht. Ja, war das dann. Genau. Gut, dann ziehen wir dich raus hier hoch. Oder auch nicht. Kann ich dich nicht hier... Hallo? Wieso kann ich dich denn nicht rausnehmen? Jetzt geht's. Gut.
Wunderschön. Dann gehst du hier hoch. Und wir gründen hier die Stadt neu. 1000 Goldstücke kostet das. Und wir müssen wieder von vorn anfangen. Ist das nervig. Da war schon so alles so schön ausgebaut. Kommen wir hier rein? Wahrscheinlich nicht. Nein, können wir nicht. Was? Landkreis Regen? Ohne Scheiß? Ich komme aus Fichtach. Das ist ja schön, Mensch. Das ist ja schön, das gibt's ja gar nicht. Die Welt ist so klein, Mensch. Wie jetzt? Du willst mich doch verarschen, oder? Lol, ich auch, schreibt er. Ach, ich dachte, du kommst aus Regen. Ach, du bist Landkreis, aber du kommst aus Fichtach. Echt jetzt? Schreib mir mal eine Privatnachricht, woher. Das gibt's ja gar nicht. Aber wie bist du dann auf mich gekommen? Oh, die Straße kenne ich nicht. Schreibt er ja einfach mal so in den Chat. Na gut. So, jetzt schauen wir mal weiter. Provinz wurde gesichert. Das ist schon mal gut. Einfach nur durch Zufall, das gibt's ja nicht. Aus der gleichen Stadt. Das ist ja Wahnsinn. Verrückt. Da könnte ich ja jetzt quasi komplett niederbayerisch reden. Und du wärst der Einzige, der mich versteht. Gut. Können wir noch was machen? Erlass verfügbar. Hier oben. Ah, weil wir jetzt hier wieder komplett sind. Können wir da was machen? Reichweite Kampagnenkarte. Baukosten minus 10 für alle Gebäude. Wäre ganz gut. Wachstum ist auch gut. Dann machen wir das erstmal. Ja. Haben wir hier noch irgendwo Korruption? Nein. Dann gehen wir hier erstmal auf den Bau, damit wir hier schneller aufbauen können. Der Egal und noch mehr kommt aus der Steiermark. Wird ja auch ab und zu verwechselt, die Dialekte. Österreich und Bayerisch. Und der Lugert hat schon 3 Bier. Oh, ich wollte mir ja heute auch eins aufmachen, habe ich wieder komplett verschwitzt. Na gut, vielleicht auch mal später dann sowieso noch eine kleine Pause. Solche Sachen sind doch privat, lieber nicht im Chat schreiben, schreibt der Detective Foley. Da hast du recht. Da hast du recht. Gut, nächste Runde. Ich trinke momentan noch Spezi. Ist jetzt eigentlich der Detective schon gewechselt auf YouTube? Du warst das doch mit dem Problem, oder? Dem Lag-Problem. Oder liegt das an deinem Rechner? So, was willst du denn hier? Ein Schutzbündnis will hier Tiranok. Machen wir auch natürlich. Da soll man sogar zahlen dafür. Du bist ja lustig. Natürlich nicht. Da gibt es eine Fraktion, die heißt Grond. Ist ja wie bei Herr der Ringe. Wer postet denn auf Facebook alles? Detective, du bist aber immer noch im Twitch-Chat, ne? So wie ich das sehe. Ritus von Sotek wurde ausgeführt. Die Ex-Menschen haben hier offenbar das gemacht. Das ist okay. Sehen wir jetzt hier vielleicht? Hat er hier zu kämpfen? Irgendwo. Der muss doch hier vielleicht... Oh, ist das unsere? Okay, da sind aber jetzt hier viele. Was haben wir denn hier? Kriegerschar des Hundes. Wir haben hier Interventionsstreitkraft der Hochelfen. Uiuiuiui, das sieht ja mächtig gut aus. Und wer ist das hier oben? Ichuan. Ich denke mal Echsen. Intervention. Das hat sich ja voll gelohnt. Ein riesig dicker Drache. Und eine Aufstellung, Mannschaftsaufstellung zum Davonlaufen. Was machst du denn hier, Mensch?
Oh Gott, das waren rausgeschmissene 10.000. Auf YouTube geht es besser, schreibt der Detective. Was über YouTube kannst du nicht schreiben? Echt jetzt? Ist aber komisch. Was? Herr der Ringe, Rohirrim? Ja. Hier die Elfen jetzt hier in dem Fall. Gut. Ich verplapper mich ständig. Wir haben ja hier wieder was aufzubauen. Kolonisieren. Mann, 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 Mann. Hier war auch schon alles aufgebaut. Können wir mit euch noch nicht weiterziehen? Mit dir können wir schon weiterziehen. Okay, dann machen wir das. Und zwar hier rüber nach Telstein. Dann haben wir hier noch Schrein des Loek und dann Tor Ifres. Gut, 100.000 haben wir jetzt schon. Okay, vielleicht sollten wir doch ein bisschen Geld investieren aktuell. Wo können wir denn überall was bauen? Adlertor. Natürlich. Da brauchen wir ja die Kavallerie überhaupt nicht. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Können wir da nicht irgendwas Nützlicheres bauen? Hier zum Beispiel. Hain. Naja. Echt jetzt, da brauchen wir ja gar nichts, Mensch. Da brauchen wir nichts. Na gut, dann bauen wir hier mal. Was können wir denn noch bauen? Streitwagen, da geht wirklich lauter Quatsch. Und die Phönixgarde, oh, die habe ich ja komplett vergessen. Die müssen wir ja bauen. Das ist ja die beste Einheit für unseren Anführer. Moment, Moment. Hier in Lothan sind wir aktuell in 6 Runden soweit. Das dauert mir zu lang. Na gut, also dann bauen wir hier noch aus, ist ja egal. Dann hier oben irgendwo. Albion, hier drüben, da brauchen wir wieder mehr Ordnung. Perfekt. Dann können wir hier auch nochmal für Ordnung sorgen. Ein Trollfjord. Ja. Dann hier noch ausbauen. Avaloren. Da haben wir die ganze Kohle jetzt auf dem Kopf. Hier haben wir Wachturm. Ist auch schweineteuer hier alles. Grace. Gut, was haben wir hier? Generiertes Einkommen und öffentliche Ordnung. Da haben wir sogar einen. Da können wir endlich die bauen. Mensch, das ist ja super. In 5 Runden ist soweit. Oh, da müssen wir aber bei unserer Hauptarmee nochmal austauschen, glaube ich. Ich denke, das macht Sinn. Hier können wir Salzwüsten wählen. Allerdings haben wir mittlerweile nicht mehr viel Handel. Was haben wir denn hier? Unterirdischer Palast. Nö. Ich glaube, den haben wir schon mal gebaut. Wir könnten hier noch Steinmauern und hier hochgehen. Ich glaube, das machen wir auch. Zur Sicherheit. Wir brauchen sonst nichts mehr hier. Dann machen wir das. Wir gehen hier auf die Steinmauern. Dann Illyrium. Ja, da haben wir nur noch 23.000 jetzt. So schnell kann es gehen, Mensch. Safari. Eieieiei, da ist die Kohle schon fast wieder weg. Wir können beim Weißen Turm noch was bauen. Was Neues. Balforin, vielen Dank fürs Abonnieren. Ich danke dir. Was? Dann schaue ich auch mal hier, Lugard. Habe alle Teile von der Herr der Ringe gelesen. Ja, ich auch. Das ist super. Ich bin absoluter Fan. Würde gerne Warhammer lesen, aber naja, so die Leserate bin ich nicht. Ach, du kannst deswegen bei Google nicht chatten, weil du da ein Google-Konto brauchst, Detective. Hast du kein Google-Konto? Gibt solche Leute noch, Mensch. Das ist ja Wahnsinn. Bibliothek von Hoet. Ja, könnte man machen. Oder noch was anderes. Nö. Ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt. Dann machen wir die Bibliothek.
Gut, jetzt haben wir noch 9000. Das reicht erstmal. Nicht zugewiesene Fähigkeitspunkte hier oben. Was machen wir denn? Handel steigern, Einfluss, Attentat. Gehen wir hier hoch. Führerschaft, machen wir die mal voll. Wie jetzt? Balfourin und Lugard sind auch aus der gleichen Stadt. Das kann doch nicht sein. Oder? Das kann doch nicht sein. Bist doch nicht aus Niederbayern, Balfourin. Was nehmen wir denn hier? Hier haben wir jetzt die Schwertmeister. Schwertmeister, doch. Nehmen wir die mit. Ah, das heißt, wir müssten hier eigentlich... versagt mir die Stimme schon. Die hier hätten wir gar nicht rekrutieren dürfen. Ah, ich will ja die... Na gut, die vergleichen wir dann, sobald wir die haben. Aktuell sind die noch nicht da. Gut, 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 gut. Vielleicht machen wir auch nochmal eine neue Armee. So, alles erledigt? Nein, nicht zugewiesene Fähigkeitspunkte. Euch können wir auch mal auflösen. Ah, da bräuchten wir noch ein paar Einheiten, damit wir hier ins Plus kommen. Wobei wir hier wahrscheinlich eh bauen können. Ja, tatsächlich. Dann brauchen wir hier gar nichts mehr, Mensch. Da können wir nämlich hier die Piazza bauen. Die Piazza bauen wir aber lieber hier drüben. Die bauen wir lieber hier drüben, damit die auf Stufe 5 geht. Dann machen wir hier noch ein Upgrade. Oh, was haben wir denn hier? Schrein des... stimmt, wir müssen den uralten Wegstein natürlich hier bauen beim Schrein des Cain. Was ist denn das hier? Schrein des Witwenmachers. Den dürfen wir natürlich nicht verpassen. Eieiei, hätte ich schon fast vergessen. Ach so. Oh Gott, das ist so verwirrend. Balfourin ist Lugard. Okay.